Hallo Filmstarts-Fans, ich bin Sebastian und heute machen wir endlich mit Attack on Titan weiter. Staffel 2 hatte ja leider nur 12 Episoden, deswegen gibt es dieses Video natürlich auch ein klein bisschen früher. Ich sage nur leider, weil 12 Episoden sind trotzdem zu wenig, aber diese 12 hatten es ganz schön in sich. Doch bevor ich darüber spreche, will ich kurz über League of Legends Wild Rift sprechen, den Sponsor dieses Videos. Zum Anfüttern gab es ja schon die Netflix-Animationsserie Arcane. Wer aber nicht nur gucken, sondern auch zocken will, ist jetzt bei Wild Rift genau richtig. Wie beim großen Bruder könnt ihr auch hier wieder eure Champions kontrollieren und eure Fähigkeiten gemeinsam mit Freunden in 5 gegen 5 Kämpfen unter Beweis stellen. Dafür wurde Wild Rift von Grund auf neu gebaut, um speziell auf mobilen Geräten und Konsolen für einen optimalen Spielablauf zu sorgen. Einige Dinge wurden sogar extra angepasst, um gerade das Zocken auf dem Handy so angenehm und flexibel wie möglich zu gestalten. So wurde zum Beispiel die Map redesigned, hat aber noch den klassischen Look und den Feel der PC-Variante. Es gibt auch eigene Wild Rift Items und die Champions und das Spieltempo wurden so angepasst, um die Spielweise dynamischer zu gestalten. Wer jetzt aber denkt, Wild Rift ist einfach nur der kleine Bruder von League of Legends, der irrt sich. Das Game wurde eigens fürs Handy optimiert und bietet exklusiven Content und schnelleren Spielspaß. Wer jetzt also auch unterwegs bequem LOL zocken will, lädt sich das Ganze einfach über den Link in der Videobeschreibung runter. Übrigens, bis zum 22. November ermöglicht es euch Wild Rift auch kosmetische Inhalte aus der Serie Arcane freizuschalten, sprich die Vi und Jinx Skins. Jetzt aber lasst uns erstmal über Attack on Titan Staffel 2 sprechen und meine Güte, das war ja mal wieder was. Es wird natürlich zu Spoilern kommen, gleichzeitig spoilert bitte mich nicht in den Kommentaren zu den noch kommenden Folgen. Ihr seid hiermit gewarnt und auch höflichst gebeten worden. Let's do this. Ich habe ja schon im Vorfeld mitbekommen, dass Attack on Titan Staffel 2 bei einigen irgendwie nicht ganz so gut angekommen ist. Und ich habe so das Gefühl, ich weiß auch warum. Man merkt natürlich, dass diese Staffel sich ganz anders anfühlt. Das liegt aber auch echt daran, wie viel Zeit zwischen der ersten und der zweiten Staffel damals vergangen ist. Fans, die das Ganze von 2013 an mitverfolgt haben, mussten ja echt 4 Jahre auf Staffel 2 warten. Und wenn man dann am Ende dieser langen Wartezeit nur 12 Episoden bekommt, kann ich schon verstehen, warum der ein oder andere da auch ein bisschen sauer gewesen ist. Und ich habe da mal geguckt, warum es dann nur diese 12 Episoden gab, weil vorher hatten wir das Doppelte und auch danach bekommen wir ja sehr viel mehr Episoden. Und offensichtlich lag es dann wohl daran, dass man in Japan diesem Druck nach mehr Anime-Serien gerade auch aus dem Westen nicht mehr standhalten konnte. Es gab zu wenig Leute, es gab zu wenig Budget, um mehr Leute einzustellen und deswegen angeblich gab es dann halt hier nur diese 12 Episoden. Allerdings bleibt man da mit einer Erklärung echt ein bisschen schwammig. Und ich muss gestehen, als ich angefangen habe und gesehen habe, okay, es gibt nur 12 Episoden, dachte ich mir, okay, wird das was? Kann das gut werden? Wird das hier irgendwie weiter aufgebaut? Und ja, meine Güte, also Staffel 2 hat es ja echt nochmal ordentlich in sich. Und da hat es mich jetzt auch absolut nicht gestört, dass es nur 12 Episoden gewesen sind. Klar hätte ich mir mehr gewünscht, aber wie gesagt, diese 12 sind so unglaublich gut wieder geschrieben und liefern uns so viele neue Dinge, dass ich einfach nur die ganze Zeit wie weggeblasen war von dem, was ich da sehe. Und ich muss ja sagen, die zweite Season ist nochmal so eine Staffel, in der wir noch mehr Geheimnisse angeteasert bekommen und noch mehr Offenbarungen erleben. Gleichzeitig habe ich langsam echt so das Gefühl, dass Attack on Titan eine Serie ist, die es perfekt geschafft hat, Dinge anzuteasern, ohne sie dann zu erklären. Ich meine, ich rede schon seit Staffel 1 von diesem Keller. Selbst im Finale von Staffel 1 hat man uns nochmal Eren gezeigt, wie er diesen Schlüssel zu diesem Keller in der Hand hält. Und dann dachte ich, okay, jetzt kommt Staffel 2, wir kommen zum Keller. Nein, wir kommen schon wieder nicht zu dem Keller. Der Keller war nicht mal Thema. Aber ist es schlimm? Überhaupt nicht. Denn Attack on Titan schafft es, mich den Keller vergessen zu lassen, indem man einfach neue Geheimnisse und neue Offenbarungen obendrauf packt, sodass ich am Ende überhaupt nicht mehr an den Keller gedacht habe, weil so viele Sachen passiert sind, die mich das komplett haben vergessen lassen. Nichtsdestotrotz hoffe ich, dass irgendwann, spätestens in Staffel 3 oder Staffel 4, dieser Keller dann auch mal wirklich Thema wird. Am Ende kommt heraus, es gibt überhaupt keinen Keller. Wer weiß, keine Ahnung. Ihr wisst es bestimmt, aber pssst,
Nicht verraten. Tja, und gehen wir jetzt mal so ein paar dieser Momente aus Attack on Titan Staffel 2 durch, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Es fängt natürlich immer noch damit an, dass die Leute jetzt wissen, okay, in der Mauer gibt es Titan. Und das, finde ich, muss ich sagen, war ein sehr, sehr spannendes Thema, was mir persönlich aber wieder zu schnell fallen gelassen wurde. Wir erfahren ja dann so ein bisschen, dass die Kirche das alles schon gewusst hat. Und hier komme ich zu dem gleichen Kritikpunkt, den ich schon in Staffel 1 hatte. Dieses ganze Konzept der Religion in Attack on Titan kommt mir echt ein bisschen zu kurz. Die verehren ja diese Mauern wie Gottheiten und jetzt wussten die auch, dass in diesen Mauern Titan drin waren. Was hat es damit auf sich? Ich will auch das endlich wissen, aber möglicherweise ist es genau wie mit dem Keller und das wird mir dann irgendwann noch später erzählt. Auf jeden Fall hoffe ich, dass das noch so ein bisschen mehr rauskommt. Gleichzeitig fand ich es auch mega spannend, was wir jetzt dann wirklich über diese Mauern erfahren, denn offensichtlich sind die aus dieser Substanz der Titan gefertigt worden, die ja zum Beispiel auch Annie am Ende ihres Kampfes ausgesondert hat und sich ja dann in diesen merkwürdigen Kristallkokon gewickelt hat. Und ich warte ehrlich gesagt jetzt schon so ein bisschen auf den Moment, wo man uns in einer Rückblende zeigt, wie das damals irgendwie funktioniert hat, wie man so überhaupt die Mauern aufbauen konnte. Und gleichzeitig bin ich auch gespannt, in welcher Art und Weise da Erens Vater noch irgendwie mit reinpasst. Und dann kommen wir natürlich wieder zum Keller, weil da stecken ja offensichtlich die Antworten. Und möglicherweise steckt ja auch sein Vater hinter der Errichtung dieser Mauern. Das sind, wie gesagt, allein das, ich könnte jetzt noch ewig weiterreden, nur über Mauern. Wann haben wir das schon mal in irgendeiner Serie, wo Mauern uns auf einmal irgendwie in irgendeiner Art und Weise so extrem wichtig sind, dass man gefühlt 5 Minuten lang drüber reden kann. Aber Attack on Titan Staffel 2 kann ja noch viel besser. Denn was wir hier jetzt noch alles über die Titanen an sich erfahren, ist absolut gigantisch und das im wahrsten Sinne des Wortes. Ich war schon direkt in der ersten Episode total baff, als auf einmal dieser Tier-Titan auftaucht. Hier haben wir dann eine neue Sondervariante von den Titanen, aber komplett weggehauen hat es mich, als der dann auch noch anfängt zu sprechen und tatsächlich auch die anderen Titanen kontrollieren kann. Was zur Hölle passiert hier gerade? Also da war ich echt total platt. Da habe ich ja dann auch diesen Post hier auf Instagram gepackt. Genauso sah ich aus, als ich mir diese Episode angeschaut habe. Und das war schon mal wieder so ein geiler Start für diese Serie, die es halt wirklich, wirklich gut schafft, seine Zuschauer immer wieder zu überraschen und uns immer wieder was Neues zu bieten. Natürlich nur die Zuschauer, die die Mangas noch nicht gelesen haben, die ich, glaube ich, definitiv auch nochmal irgendwann nachholen muss. Und diesen Tier-Titan fand ich wirklich dann auch sehr faszinierend, weil hier kommt natürlich auch wieder die Frage auf, wo kommt der überhaupt her? Was ist so genau der Plan dahinter? Am Ende, im Finale von Staffel 2, sehen wir ja dann auch diesen mysteriösen blonden Mann mit der Brille, der offensichtlich den Tier-Titan gesteuert hat. Was es mit ihm auf sich hat, ist natürlich wieder der große Cliffhanger dann für Staffel 3. Ich könnte mir fast vorstellen, dass er vielleicht in irgendeiner Verbindung zu Eren steht oder zumindest zu Erens Vater. Vielleicht ist das der Bruder von Erens Vater. Ich bin da wirklich sehr, sehr gespannt, denn offensichtlich sind ja nun auch die besonderen Titanen hinter Eren her und der hat ja einfach diese Verbindung zu dem Keller und zu seinem Vater und vielleicht auch zum Ursprung der Titan. Und wenn wir schon über den Ursprung der Titan sprechen, ist Staffel 2 natürlich der perfekte Ansatzpunkt. Es geht ja damit los, dass sie glauben, es gibt irgendwo noch ein weiteres Loch in der Mauer und neue Titanen sind da durchgekommen. Aber während dann die Aufklärungstrupps gucken und nach diesem Loch suchen, finden sie halt nichts. Dafür kommen sie aber an das Dorf von Conny an und hier treffen sie auf eine nicht ganz so entwickelte Titanfrau, die irgendwie auch noch versucht, mit Conny zu sprechen. Und ich dachte hier sofort, okay, fuck, das ist seine Mutter. Und später wird ja dann auch deutlich, ja, das war wirklich seine Mutter. Und uns als Zuschauern wird ja auch relativ schnell klar, oh oh, diese Titanen kommen nicht durch ein Loch aus der Mauer, sondern sie kommen aus dem Umkreis der Mauer selbst. Also sind quasi irgendwann die Menschen gewesen, die innerhalb der Mauer gelebt haben und sich warum auch immer plötzlich in diese Titanen verwandelt haben. Und das ist so eine einfache wie auch clevere Auflösung zu dem, was möglicherweise wirklich hinter den Titanen steckt. Gleichzeitig lässt es natürlich immer noch wahnsinnig viele Fragen offen. Warum wurde das jetzt gerade getriggert? Warum wachen die jetzt plötzlich auf und werden zu diesen Titanen? Und warum sind sie nicht wie zum Beispiel Eren, der das ja auch so ein bisschen steuern kann, sondern sind halt wirklich nur diese gehirnlosen Drohnen, die einfach nur fressen wollen? Das ist so ein wahnsinnig, wahnsinnig spannendes Konzept, was hier jetzt wirklich mit den Titanen
aufgebaut wird und uns hier nochmal deutlicher macht, theoretisch ist wirklich jeder in Gefahr. Wahrscheinlich ist es so ein bisschen wie bei The Walking Dead. Dieses Virus ist in allen und es bricht dann halt nur irgendwann aus. Heißt das jetzt also, dass irgendwann auch Armin nochmal ein Titan wird, dass Mikasa nochmal ein Titan wird? Theoretisch ist jetzt jeder in Gefahr, irgendwann mal zu so einem Titan zu mutieren. Und das ist so eine spannende Prämisse, die man dann wirklich auch noch hoffentlich in Staffel 3 und 4 weiter ausbauen wird. Interessant an Staffel 2 ist ja dann auch, dass man den Fokus so ein bisschen wegnimmt von Eren und Co. Hier haben wir ja dann nochmal ganz besonders das Duo Ymir und Krista, die näher beleuchtet werden. Und hier muss ich auch nochmal sagen, ich fand diese ganze Schloss Utgard-Sequenz wirklich wahnsinnig spannend, wenn sich ein Teil des Aufklärungstrupps in dieser alten Burgruine verstecken muss, wo dann auf einmal auch deutlich wird, okay, Ymir hat irgendein Geheimnis, sie kann diese merkwürdige Schrift auf diesen Konservendosen lesen, die kein anderer so richtig lesen kann. Ist sie also ein Spion? Zu wem gehört sie? Was verbindet sie wirklich mit Krista? Was ist auch Kristas Geheimnis? Das wird hier auch immer sehr, sehr cool angeteasert. Und hier bekommen wir ja zumindest eine Erklärung. Krista ist das uneheliche Kind von irgendeinem Adligen und sie hat damit offensichtlich wirklich auch eine größere Bedeutung für die Kirche, für den König, weil ihr wahrer Name ist Historia Reis. Und das ist etwas, was ihr selbst auch noch zur Gefahr werden könnte, wenn das wahrscheinlich irgendwann rauskommt. Denn offensichtlich wusste auch ihre Familie schon von Anfang an, was es mit diesen Mauern auf sich hat. Und dass wir hier jetzt quasi nochmal diese zwei Figuren ein bisschen näher beleuchten und hier denen auch nochmal eine coole Backstory geben, ist wirklich cool gemacht. Auch Ymirs Geschichte, dass sie da irgendwann mal so eine Art Leitfigur von so einer Sekte war, die sie sogar angebetet haben, war echt irgendwie verdammt krass. Und dann gibt es die nächste große Überraschung. Auch Ymir ist so ein Sondertitan. Damit habe ich irgendwann überhaupt auch gar nicht mehr mitgerechnet. Ich bin eher die ganze Zeit davon ausgegangen, dass Krista ein Titan ist, ohne dass sie es weiß. Aber Ymir weiß es. Aber dann hat man mich hier auch wieder überrascht und gesagt, nope. Ymir ist der Titan und nicht Krista. Und auch hier, wie selbst das dann noch weitererzählt wird, dass Ymir auch in ihrer Titanfunktion immer noch alles versuchen will, um Krista zu schützen, beziehungsweise Historia zu schützen, fand ich wirklich sehr, sehr schön geschrieben. Also wie auch in Staffel 2 wirklich die Figuren, die wir vorher gar nicht so im Fokus hatten, wirklich noch etwas besser beleuchtet werden, ist wirklich absolut fantastisch. Und das bringt uns dann zum nächsten Mindfuck-Moment aus Staffel 2, nämlich der Tatsache, dass Rainer und Berthold in Wirklichkeit der gepanzerte Titan und der kolossale Titan sind. Wow. Als das dann rauskam, dachte ich, was kann in Staffel 2 hier alles noch passieren? Das ist ja wirklich unglaublich. Und damit habe ich jetzt wirklich auch so das Gefühl gehabt, jetzt ist bestätigt, jeder kann hier irgendwie ein Titan werden, egal ob nun so ein krasser Sondertitan oder halt ein ganz normaler Titan. Aber dass Rainer und Berthold hier irgendwie mit dazugehören und ja offensichtlich auch noch einen größeren Plan verfolgen, für den sie dringend Eren brauchen, fand ich wahnsinnig faszinierend. Hier gibt es dann auch wieder ein Geheimnis. Okay, warum wollen sie ihn in ihr Dorf bringen? Was hat es mit ihrem Dorf auf sich? Wird er da möglicherweise von seiner Titanfigur befreit? Oder wird er in dem Dorf dann mehr mit seiner Titanfigur verbunden? Ist das dann der Ursprung der Titan und der Keller ist nur die Vorstufe dazu? Man weiß es nicht. Auch das wird hier immer nur wieder erzählt und erzählt. Nichtsdestotrotz, auch das wahnsinnig faszinierend und echt auch gut geschrieben. Gerade wenn wir an diesen Punkt kommen, wo man merkt, dass Rainer mit dieser Doppelrolle, mit dieser Doppelagentenrolle, die er ja spielen muss, nämlich einmal der gepanzerte Titan sein und auf der anderen Seite Soldat des Aufklärungstrupps zu sein, wie er damit überhaupt nicht so richtig klarkommt und wie er das auch immer so ein bisschen verwechselt und schon fast schizophren irgendwie darüber redet, dass er ja doch seine Kameraden retten muss, aber eigentlich ja dann gegen die arbeitet. Unglaublich gut geschrieben, fand ich sehr, sehr faszinierend, wie wir wirklich so ein bisschen mehr in die Psyche dieser Charaktere auch eintauchen. Und trotzdem bleiben halt immer noch genügend Fragen und Geheimnisse offen, um uns weiterhin anzuteasern, wie geht's damit noch weiter. Und wenn man dann auch später den gepanzerten Titan so in Aktion sieht, wenn da auf einmal andere Titanen durch die Gegend schleudert und was weiß ich nicht alles,
absolut auch großartig wieder dann in die Action übergegangen. Also das kann Attack on Titan ohnehin ziemlich gut. Diese ruhigen Momente, diese Charaktermomente und dann wieder geile, auch ziemlich brutale Action liefern. Das hat auch in Staffel 2 wahnsinnig viel Spaß gemacht. Aber man merkt es hier halt schon, Attack on Titan Staffel 2 legt den Fokus auf sehr viele andere kleinere Nebencharaktere, die wir in Staffel 1 nur mal so kurz am Rande mitbekommen haben. Eren, Mikasa, Armin kommen eigentlich fast kaum vor. Selbst Hauptmann Levi ist wirklich nur selten in Staffel 2 zu sehen. Aber das fand ich persönlich überhaupt nicht schlimm, weil natürlich ist Eren irgendwo immer noch der Fokus von all dem, aber die Tatsache, dass auch mal die anderen Charaktere ins Rampenlicht gerückt werden, fand ich wirklich stark und fand ich auch wirklich gut, weil über sie hat man uns jetzt natürlich noch ein bisschen mehr über die ganze Mythologie der Titanen erzählt und somit auch einfach nochmal dieses Grundgerüst der Serie viel besser aufgebaut. Und trotzdem müssen wir natürlich auch über Eren Jäger sprechen, denn natürlich ist er auch immer noch unser zentraler Held, um den es hier geht. Und ich fand es tatsächlich ganz spannend, wie hilflos er teilweise in dieser zweiten Staffel gewesen ist, weil er häufig einfach sich überhaupt nicht mehr wehren konnte. Seine Kampfgeschichten gegen den gepanzerten Titan waren aber trotzdem auch fantastisch. Wie ihm hier dann auch noch das Wissen von Annie hilft, was sie ihm quasi in den Trainingseinheiten beigebracht hat. Es war wirklich sehr, sehr cool gemacht. Wie hier dann auch immer noch mit diesen Rückblenden gearbeitet wurde, war wirklich sehr, sehr gut. Auch hier wieder die Action unglaublich cool. Also gerade dieser Kampf zwischen Eren und dem gepanzerten Titan war echt eins der Highlights dieser zweiten Staffel. Gleichzeitig fand ich es dann auch echt schön, dass Eren mal in seiner menschlichen Gestalt als Mitglied der Aufklärungstruppe seinen ersten Titan tötet. Das war natürlich für ihn auch so ein schöner Moment und für uns den Zuschauer auch, weil bislang hat er eigentlich Titan immer nur als Titan selbst gekillt. Dann haben wir noch bei ihm diesen wahnsinnig gruseligen Moment, als dieser grinsende Titan auftaucht, der ja in Staffel 1 seine Mutter gefressen hat und wie es hier dann nochmal zum Kampf kommt, wie hier auch nochmal Hannes zum Tragen kommt, der dann selbst von diesem Titan gefressen wird und wie es Eren dann auf einmal schafft, diesen Titan zu stoppen, ohne selbst zum Titan zu werden, war so der letzte große Mindfuck, den uns Staffel 2 bietet. Auf einmal kann Eren irgendwie unterbewusst andere Titanen steuern und somit bringt er die dann quasi dazu, diesen grinsenden Titan zu zerfleischen. Und damit haben wir dann auch so ein bisschen den Grund, warum Rainer und Berthold unbedingt Eren entführen wollten, weil er scheint wirklich der Schlüssel zur Kontrolle über die Titanen zu sein, denn irgendwie steuert er sie. Wie genau das erklärt wird, weiß man nicht. Hier sieht es jetzt erstmal so aus, als wenn er es rein vom Unterbewusstsein her macht, weil nachdem er sich da irgendwie stundenlang auf seiner Hand rumkaut und sich dann doch nicht verwandelt, gelingt es ihm aber, die anderen Titanen zu steuern. Das war auch wieder so, als deren Augen dann auf einmal auch noch rot leuchten und sie dann langsam dem Willen von Eren folgen, war absolut gigantisch, war echt großartig und war wirklich nochmal so das i-Tüpfelchen auf dieser zweiten Season, die wirklich, wirklich wahnsinnig gut war. Wie gesagt, ich kann verstehen, wenn Leute ein bisschen sauer sind, weil Eren, Armin, Mikasa, Levi alle nicht so sehr im Vordergrund standen. Aber mir hat das ehrlich gesagt auch gerade gut gefallen, weil diese Figuren trotzdem gut ausgearbeitet wurden. Selbst dieser sehr, sehr schöne Moment zwischen Eren und Mikasa, wo sie ihm eigentlich ja quasi fast ihre Liebe gestehen will. Und der Idiot macht nichts, sondern versucht gleich wieder den anderen Titan zu killen. Es war sehr schön geschrieben, auch sehr schön in Szene gesetzt. Ging richtig ans Herz und ich hoffe, dass auch daraus irgendwo noch ein bisschen mehr gemacht wird. Aber nichtsdestotrotz, Staffel 2 hat mir wahnsinnig, wahnsinnig gut gefallen. Das war wirklich ein ziemlich wilder Ritt, wahnsinnig viele Überraschungen, ziemlich krasse Wendungen und wieder neue Geheimnisse, die dann hoffentlich irgendwann in Staffel 3 oder Staffel 4 aufgelöst werden. Aber jetzt frage ich natürlich wie immer euch, wie hat euch damals Attack on Titan Staffel 2 gefallen? Mochtet ihr die Staffel auch sofort oder hat es euch dann doch irgendwie gestört, dass Eren und Co. nicht mehr im Vordergrund standen? Wart ihr sauer, weil es nur 12 Episoden waren? Was waren eure Highlights aus Staffel 2? Was hat euch irgendwie gar nicht gefallen? Schreibt mir bitte all das in die Kommentare. Und für mein Video zu Attack on Titan Staffel 1 klickt einfach mal hierauf.